ist ja Spionage, das Wort wird oft gemieden, aber es ist Spionage, was der Bundesnachrichtendienst macht. Also Spionieren im Ausland ist im Ausland immer strafrechtlich bewährt. Also ich persönlich hatte kein moralisches Problem, zu keiner Zeit. Es wird welche im Bundesnachrichtendienst gegeben haben, die das hatten. Es gab viele Gefahrenmomente, das ist ja völlig klar, dass wenn man Krisengebiete aufklärt, dass man dann auch vor Ort sein muss und vor Ort sein in Krisengebieten, das bedeutet Gefahr. Und den Beschuss von unseren Mitarbeitern im Jemen, die unversehens auf der Straße quasi aus nächster Nähe beschossen worden sind, Gott sei Dank mit einem sondergeschützten Fahrzeug, aber trotzdem gingen zwei Kugeln durch und haben unseren Mann und den Fahrer verletzt. Sie konnten aber noch fliehen und das rettende Gelände der Botschaft erreichen. Eine ähnliche Situation hatten wir in Saudi-Arabien, wo bei einer Fahrt auch unvermutet plötzlich unser Fahrzeug beschossen worden ist und in Flammen aufgegangen ist. Aber auch hier konnten sich die beiden Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes retten. Und in Afghanistan gab es viele Situationen, wo beispielsweise unsere Mitarbeiter in der Nähe eines Selbstmordanschlages gewesen sind und nur noch mit Glück lebend und heil davon gekommen sind. Zu meiner Zeit haben wir 19 Anschläge auf deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan durch die gute nachrichtendienstliche Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes verhindert. Fest steht eins, Putin möchte Russland wieder zur alten Stärke führen und zwei wichtige Punkte dabei, nämlich einmal militärisch, das heißt, er modernisiert in großem Umfang die russische Armee. Neben dem militärischen Aspekt, also der Modernisierung der russischen Armee, kommt der zweite Aspekt hinzu, nämlich, dass er diese modernisierte Armee auch einsetzt. Beispielsweise in Syrien, aber auch beispielsweise in der Ukraine mit der Besetzung der Krim. Das Gefährliche an dieser Entwicklung ist, dass die Schwelle zum Einsatz militärischer Mittel gesunken ist. Und das direkt vor unserer Haustür, denn Kiew ist nicht viel weiter von Berlin entfernt als Paris. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe. Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Vieles spricht dafür, dass der GRU beteiligt ist, weil der GRU eine lange Zeit auf der Liste der aufzulösenden Institutionen stand. Man hatte also den Nachfolger des KGB, den jetzigen FSB als großen, starken Inlandsgeheimdienst. Man hatte den Auslandsgeheimdienst, den SWR. Und der militärische Dienst, GRU, der war im Grunde genommen in diesem Gefüge ein Stück weit überflüssig geworden. Der GRU wollte oder will ganz offensichtlich mit solchen Aktionen, wenn sie ihm denn zuzuschreiben sind, beweisen, wie wichtig er ist, wie schlagkräftig er ist, wie gut er ist. Insofern ist das eine mögliche Erklärung. China ist eine große Gefahr für unsere Weltordnung. Chinas Machtanspruch ist ein globaler, also nicht nur nach innen, sondern weltweit ist dieser Machtanspruch, und zwar auf der Basis von chinesischen Werten, auf der Basis einer chinesisch basierten Weltordnung. China ist ein sehr autoritäres Regime, das bis ans letzte Fließband im Innern durchregiert. China geht robust gegen Abweichler vor. China ist also alles andere als irgendein demokratisches Modell, und die neue Seidenstraße beispielsweise, die China propagiert,
zeigt ja mit erstaunlicher Klarheit, wohin die Richtung führt, nämlich Richtung Europa, Richtung Weltmacht. Wenn man nach vorne schaut, dann brauchen wir eine klare Haltung gegenüber China, die nicht dadurch geprägt ist, dass wir Wirtschaftsbeziehungen möglicherweise gefährden. Ich habe kein Interesse daran, dass unsere Nachkommen an der verlängerten Werkbank der Chinesen sitzen. Diese Situation natürlich für jeden, der mit Sicherheit in Deutschland zu tun hat, eine schwierige Situation damals war. Was auch immer das Signal gewesen wäre, es wäre aber wichtig gewesen, wenn man ein Signal gesetzt hätte, wir können nicht alle aufnehmen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen heute das auch so nicht mehr wiederholen würden. Die viel größere Problematik sehe ich darin, dass wir jetzt hier und heute in Deutschland Zehntausende junger muslimischer Männer haben, Jugendliche haben, die unbegleitet hier alleine in Deutschland sind und die hier ihren Weg machen wollen. Und wenn wir verhindern wollen, dass sie abdriften, dann müssen wir entweder sie schnell integrieren oder sie schnell wieder in ihre Heimatregion zurückführen. Wir schieben zu wenig ab. Das hat natürlich, kann man alles sachlich begründen und, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, über 200.000 sind ausreisepflichtig und pro Jahr schieben wir, also wenn es gut läuft, etwas über 20.000 ab. Auf die Gefahr, dass in Regierungsvierteln Handys abgehört werden, weisen die Nachrichtendienste, aber auch die Polizeien schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang hin. Es ist ja so einfach, Handys abzuhören. Sie brauchen nur eine kleine Stabantenne und schon können Sie in einem Regierungsviertel, wo viele wichtige Personen mit dem Handy telefonieren, können Sie plötzlich jede Menge Kommunikation erfassen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass Nachrichtendienste dies auch tun. Und dass es jetzt ausgerechnet unsere amerikanischen Partner getan haben, ist letztlich auch nicht verwunderlich. Das war für mich doch ein gewisser Schock, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Urteil die Arbeitsweise des Bundesnachrichtendienstes perspektivisch entscheidend verändern wird. Durch die vielen Vorgaben, die jetzt zu beachten sind, durch die vielen Verfahren, die jetzt zu beachten sind, wird die Erfassung in ihrer Quantität auf jeden Fall sinken. Wir müssen alles daran setzen, dass der BND durch dieses Urteil nicht in die Drittklassigkeit absinkt. Das ist eine echte Herausforderung, um die ich die Kollegen nicht beneide. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.